Das ist schade. Okay. Noch nicht. Müssen wir erst noch ein bisschen bauen, ne? Wie zum Beispiel dich hier. Und dann war es auch das wieder die Runde. Noch drei Runden, Micha. Ja, warum? Attack them or kill them! You're in Liber, Bubonicus! Ja gut, Provinzhauptstadt, die er sich da aussucht, da läuft er da hier gegen die Wand, aber gut. My orders, slay no fares. Skitterpuddle. And sail, Cece. Da 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 da. Micha. Danko. Mauern beschädigen Erfolg, Technologie stehlen Erfolg, das ist halt. Aber nee. Ja, eigentlich ist immer nur Erfolg, Erfolg, Erfolg. Erfolg ist schrecklich. Fürchterlich. Unsere Runde. Schatzkammer. Kommt noch was? Nee? Gut. So, oh, ja, wer läuft uns denn da hinterher? Ich hole mir den Schatz, ob ich drauf gehe oder nicht. Jawohl, wieder 5k. Wie weit kommst du denn? Oh shit, wir sind irgendwie, glaube ich, ein bisschen gefangen. Oh, sorry. Ausweichmanöver Richtung Zandri. Kemri, schütze mich. Weiß gar nicht. Habe ich irgendwas mit dir? Da muss ich mal gucken. Hi, wie sieht's denn aus? Guck mal hier, nicht Angriffspakt, Handelsabkommen, was sagst du dazu? Gegenangebot, militärischer Zugang für 101. Alles klar, mach mal. Aber dann will ich auch mit dir handeln. Angebot abgelehnt. Warum nicht? Henry, sei keine Made, gib mir einen Nicht-Angriffspakt. Geht doch. So, und Handeln kommt dann auch irgendwann. Oh, was da uns schon mag hier? Da muss doch der Handel drin sein. Noch vertrauenswürdig wieder. Mensch. Kemri, du stellst dich auch wieder an hier. Der Vogel. So, noch eine Runde, dann bist du fertig. Noch eine Runde, dann bist du fertig. Dich hatten wir bewegt. Hier hatten wir gesagt, wollten wir ja den Assassino drin haben, ne? Kriegen wir aber jetzt aktuell noch nicht. Na gut. Dann müssen wir erstmal ein bisschen bastele.
Ja, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen mau, aber nun gut. Boah, 6000. Das ist halt schon... Erstmal Schutz. Safety first. Immer verhüten. Was haben wir hier? Ja, 40, 40. Nehmen wir den mit. Aber mehr haben wir ja gar nicht, ne? Und hier müssten wir auch nur ausbauen, sonst nichts. Ja, noch eine Runde. Ready, yes, yes. Ja, zwei Runden noch. Yes, yes. Zwei Runden. Ich bin mal gespannt. Ich meine, dafür, dass wir Clan Moors sind, sind wir eigentlich relativ gut bestückt. Also ich meine, gut, man könnte jetzt noch weiter Richtung Norden gehen, Richtung Khemri, aber da ist halt die Frage, braucht man das, ne? Muss man das? Das Einzige, was halt jetzt irgendwie noch hilfreich wäre, wäre vielleicht Charakzorn und Co., aber das ist halt, ja... Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Zeit zwischen den Ritualen, ne? Ich meine, gerade das letzte Ritual dauert ja ein bisschen vom 4. bis zum 5. Müssen wir mal gucken. Willst du ein Friedensabkommen? Was zahlst du mir denn dafür? 300. 300? Ja, dann gib her. Damit habe ich ja weniger ein Problem. Und ich glaube, bei Khemri, der wird da schon ein Auge zudrücken, ne? Ja, okay. Minus 5 gibt er mir. Heieiei. Khemri, Khemri, sei mal kein Doofkopf, Cetra. Sei mal kein Doofkopf. Was? Meine Armee ist nicht mit dabei. Was die, der... Weil es eine Garni? Nee. Siehst du doch. Das siehst du doch, dass die nicht mit dabei ist. Ich. Fight! Gut, gut! Fahre jetzt hier. Get the things! Was denn da? Ich komme mit meinem Armee noch nicht raus. Das ist Bucky. Ja, weil du in seinem Einflussbereich stehst, du musst angreifen, ja, dich zurückziehen. Kann ich nicht. Komm, geht nicht. Ja, du musst gegen ihn kämpfen. Stormvermin, jetzt geht's. Trotzdem nicht mehr in meine Hauptprovinz rein. Squad Musket Position! Sagt der. Plague Monks, fight, fight! Stab Gauls! Ein fetter Hinterhalt, einfach weggemoscht. Oh, guck mal, die Todesgrenadiere, was für ein Schaden. Und direkt Goldrang. Not bad. I grow stronger. Ich finde das total genial, wie die halt auf ihren Rattenogern da rumlaufen. Ja, das ist schon... Ich meine, das hat schon Vorteile. Die haben eine Mordsgeschwindigkeit. Du kannst sie sehr effektiv einsetzen, dann die Kommandanten, wenn sie auf dem Rattenurger sind. Aber sobald du Speerträger dabei hast, ne, oder irgendwas anderes, was effektiv ist gegen große Feinde, da zieht dann höchstwahrscheinlich dein Kommandant den Kürzeren. Das finde ich so ein bisschen... Es ist ja nicht so wie bei den Tomb Knights, dass du... Ich sag jetzt mal, da auch so eine... kämmerischen Kriegssphinx da rumeierst. Oh. Ups. Aber das ist halt schon... Oh. Ups.
Rekrutierungskosten. Jawohl. Ich würde sagen, was Raketenstiefel. Ah ja, aber minus 3000. Nee, tötet sie alle. Wir machen minus 317. Das ist jetzt so schön. Technologie erfolgreich. So, was haben wir noch Schönes? Geniale Pläne. Nahrungskapazität regeneriert Nahrung ist cool. Rang bei Rekrutierung finde ich noch cooler. Wir machen minus 314 Money Money. Das ist nicht gut. Präzise, oder? Nee, erstmal heimtückisch. Schussresistenz. Das ist jetzt nicht so toll. Rekrutierungskosten, Einkommen durch Plündern und Co. Ja, GG, ne? Geben wir die auch schon mal, die Dev-Klamotten mit. Dann müssen wir jetzt gerade mal eben kurzzeitig in sauren Apfel beißen. Ne? Dann will ich hoffen, dass wir mit ihm hier vielleicht noch... Ja, jetzt rückst du mir aber auch schon ziemlich nah auf die Pelle, ne, mein Lieber? Dass wir hier uns mit Schätzen über Wasser halten. Na gut, wenn wir ihn auflösen, der kostet uns alleine 300, dann wären wir ja wieder im Plus, aber er bringt uns mehr, wenn wir ihn behalten. Assassino ist noch nicht bereit. For the battle. Tja, 3600. Das ist dann so kurz vor knapp, ne? Aber der gibt uns auch wieder ein bisschen Geld. 40, ja auch 40. Denke mal... Ja, die Höllengrubenbrut ist an für sich nicht verkehrt. Aber solchen Priester kriegen wir dabei. Ne, nimm mal hier Zuchtbottiche mit. Sollten wir diese Runde hier noch überleben. Sonst müssten wir natürlich hier oben vielleicht für 0815 Geld, ne? 200 kriegen wir 80 Gold. Müssen wir vielleicht da oben doch ein bisschen ausbauen. Aber noch eine Runde. Dann haben wir es. Dann würde ich sagen, direkt ein nächstes Ritual starten. Sonst gehen wir pleite. Hätte ich ja nicht gesagt. Hätte ich ja nicht gedacht. Dass die Einheiten so teuer sind, ist. Die sind halt schon cool. Wir können ja noch ein bisschen ausbauen. Ist ja nicht so, dass wir hier jetzt am Ende sind. Ich meine, drei Provinzen, da sollte noch ein bisschen gehen. Da müssen wir einfach vielleicht ein bisschen mehr Handel treiben. Wenn Khemri sich mal nicht so anstellen würde. Außerdem machen wir ein gutes Plus durch die Schlachten ja dann, ne? So, wir erleiden Verschleiß, das ist okay. Ach, das sieht ja mal, das ist ja mal ein geiles Bild. Nice. Mit dem Schiff. Das haben sie cool gemacht. Ah, wollen wir hoffen, dass hier oben die grausige Fracht uns mindestens 1500 gibt. Ja, dann müssen wir mal gucken. Sag, langsam. Er muss so oder so belagern, Micha. So einfach so kommt er ja nicht durch. Du hast ja eine Ruhe Zeit. So schnell kriegt er dich ja nicht. Machst du auch gerade Minus? Nein, ich mach Plus. Okay. Der Micha, der macht Plus. Der Micha, der macht Plus. Der ist wieder oben am Tod belagern. Der Micha macht wieder Plus. Oh, da geht er rauben. Wahnsinn, 103, 135. Diese Viecher, das ist... Okay, das nehme ich mit. Aber wenn es 3000 sind, ist okay. Nein, 6000. Ja, siehst du. Eigentlich ein normaler Standardwert für die normalen Siedlungen. Ein Dreiergebäude, es passt. Verkehrt ist es nicht. Aber da muss man aufpassen. Der Master Mundi, der rückt da an, ne?
Dann wird er ein bisschen frech. Mit seinen zwei Armeen. Ich weiß ja nicht, ob er Frieden will mit dir. Die ganze Wüste könnte ich mir holen. Wenn hier hätten wir halt nochmal... Oh. And so construction began on a device to dominate the vortex. Warpstone enhanced lumber was required. And the gnawing of rats provided it. The Grey Seer was pleased and raced back to Skavenblight to report on his accomplishment. Okay, das war relativ kurz, aber es war cool. Okay. Geiles Werkzeug auf jeden Fall. So, was haben wir denn? Ihn besprühen. Ja, denke ich mal, bitte. Besprüh ihn. Ja, dann denke ich mal, nehmen wir sie verkaufen noch mit. Dann haben wir auch wieder direkt ein bisschen Gold. Und dann würde ich sagen, mal Strom. Das sieht soweit ganz gut aus, ne? Zack. Das Ritual ist im Gange, mein Herr. Auch wenn Sie zusammenarbeiten, wird die Vollendung eurer besten Adepten etwas Zeit kosten. Jetzt bitte lasse weit aus dem Norden kommen. Das Ritual ist so groß, dass sich selbst der große Marschstrom unter seinem Einfluss verzerrt. Doch habt Acht. Boah. Denn wenn der Marschstrom geschwächt ist, schlüpfen die Mächte des Chaos in diese Welt. Bereitet eure Verteidigungen vor. Sie werden zweifellos von der Macht des Rituals angezogen werden. Nun gut, das Ritual des Zerfalls haben wir jetzt. Haben wieder ein bisschen Geld bekommen, natürlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ein Ritual haben wir begonnen. Die Vorbereitungen sind aktiv. Das Ritual wurde abgeschlossen. Das ist auch sehr schön. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, ne? Der kommt ja aus dem Norden. Das heißt, wir werden uns hier oben natürlich einigermaßen gut verteidigen müssen. Das Lustige ist aber, dass trotzdem, dass für die Skaven-Spiel ein unbekannter Skaven-Clan auftaucht. Ja. Das finde ich auch sehr interessant. Deswegen, da bin ich ganz neugierig, was passieren wird. Also das ist, da bin ich mal gespannt. So, mit euch werden wir jetzt einfach mal hier mal ein bisschen Rubbel die Katz spielen, damit ihr weiterkommt. So, einmal zu dir. Verschleiß ist egal, wir brauchen Money Money. Ich hoffe, wir kommen so weit, wie es nur geht. Ja, 5k, das hat sich doch einigermaßen gelohnt. Aber nur hoffen, dass wir jetzt nicht auf eine gegnerische Armee stoßen. So, was haben wir noch? Ja, das hier ist Pflicht. Also die 6000, die müssen wir investieren, sonst haben wir echt ein Problem. Und hier oben werden wir es jetzt so machen. Jetzt müssen wir nur mal eben umdenken. Also, wir zahlen... Ja, wir zahlen 200 und kriegen 80. Das ist, finde ich, eine Win-Win-Situation irgendwann. Sollte sich lohnen für das Geld. Deswegen, vielleicht werden wir dann nochmal ausgeraubt und dann werden wir hier abgeholt. Nochmal schön die Unverdorbenheit erhöht. Aber bitte. So, Ritus, ja, der Pestilenz brauchen wir nicht. Ja, und der Rest heißt halt wieder warten. Nochmal minus 290, Konföderation, na gerüt. Ja. Und Lothan. Ich meine, von der Stärke her sind wir ja relativ gut dabei. Mein Nagarund ist mir gegenüber schon... Oh, Kräfteverhältnis Hälfte. Khemri auch. Jetzt auch die Konföderation mit der Mutter. Muss mal so jemanden sagen, so als Beleidigung. Konföderiere mal mit deiner Mutter, Junge. Ich glaube, der würde das nicht verstehen.
Aber es ist doch ganz gut, es ist doch ganz gut. Wir müssen eigentlich mit beiden Armeen hier oben hin, ne, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir müssen nach Tlaqua, da will er nämlich hin. Ah ja, gucken wir gleich mal. Unbekannter Skaven-Clan, was er immer vorhat. Das ist interesting. Das ist interesting. Holy shit, geht. Geniale Pläne, Rang des Kommandanten, Munition für Todesräder, Reduktion, ja. Waffenstärke, Rüstung für Sturmratten und Co. Pläne über Pläne. Steuersatz Wachstum, okay, ultimative Experimente. Bestimmt vom Züchterclan. Also hier sind schon ein paar coole Sachen mit dem Forschungsbaum dabei, so ist es nicht. Also es ist schon relativ cool gemacht und gewählt. Wir haben ja noch genug Zeit, ich denke mal, wir werden die Forschung je nachdem komplett abschließen können. Also halt Minus machen ist ein bisschen fies, aber gucken wir mal, wie viel wir jetzt gleich Plus machen durch... Durch die Schlachten. Willst du das eigentlich niederreißen oder nimmst du es ein? Ich meine, es ist rot, ne? Ja. Dürfte auch für dich rot sein, gehe ich mal davon aus. Ja. Ja. Unbewohnbares Klima. Das schlechteste Ding in Total Warhammer 2, meiner Meinung nach. Alles, was rot. Und da oben hast du ihn jetzt totbelagert, ja, den Teclis. Ja, noch eine Runde dann. Noch eine Runde, dann wehrt er sich auch nicht mehr. Genau, dann zittert er nicht mehr. Richtig. Nun gut, was erwartet uns denn? Oh ja, auf dem Mammut, Rang 21, das ist ja schon immerhin mal etwas. Haben wir sonst noch irgendwo einen? Nur den einen da. Und zwei Armeen waren es ja im Norden, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Drei. Na gut, dann drei. Müssen wir mal gucken. Es wird auf jeden Fall schon was. Drei oder zwei. Ja, feindlich verschlechtert sich. Das ist halt gegen Orks und gegen die Zwerge eigentlich halb so wild. Das ist... Pff. Da müssen wir mal gucken, wenn wir da jetzt aufs nächste Ritual sparen, dass ich vielleicht doch mal da hochgehe. Wir haben Gold, wir haben... Obsidian und wir haben nochmal hier diese exotischen Tierkäfige. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Das sind vier Dinger, heißt nochmal vier Nahrung, nochmal plus vier Nahrung insgesamt. Mit dem exotischen Käfig dann plus sechs Nahrung und kriegen damit einen ordentlichen Goldschub, wenn wir es denn ausgebaut bekommen. Minus 213. So schlecht ist das jetzt nicht. So schlecht ist das jetzt nicht. Tempel der Schädel, die Bauhöhle. Ja, immerhin. Kann man ja nicht meckern. Wie viel Plus machst du die Runde? 1600 im Moment. Ah, gut. Das geht ja auch noch, ne? Mission erteilt. Besiegt in der Schlacht den folgenden Kommandanten. Alles klar. Ich sehe ja schon, wo er herkommt. Können wir da auch normal? Nee, können wir natürlich nicht. Ich weiß, dass ihr da anfangen wollt. Ja, ich wusste, es war doch klar. Dann müssen wir mal eben gucken. Das war ruckizucki rüberkommen. Kommst du jetzt nächste Runde schon an mich dran? Ja, kommst du. Wenn es nur eine Armee ist, wird das natürlich ein richtiges Battle. Was hast du denn dabei? Auch gar nicht so viel, ne? Du bist halt ein Zauberer auf deiner komischen Glocke. Pamela, ding dong. Genau. Also ich denke mal, das kriegen wir schon hin. So, und der will unbedingt hier nach Dämmerlicht, wenn ich das richtig sehe.
Warte, ich lasse mal einfach mal als Support hier hinten. Nicht, dass sich hier doch noch irgendwas nährt. Mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass wir hier mir nichts, dir nichts in die Falle laufen. Ja, Warlord Mimi, hol mir Schätze, Mimi. Ansonsten sage ich das dem Nagzahn und er macht aus dir Mimi tot. Hat es sich ausgemimit? In der Tat, das hat es dann nämlich. Ja, Bauen und Co. können wir nicht. Das heißt einfach nächste Runde. Bauen und Co., ich kann hier 1, 2, 3, 4 Dinger bauen, ey. Ich weiß nur, wie damit. Oh, und wir werden direkt verfolgt. Das ist natürlich auch schön. Tyrion, okay. Ausländischer Eindringling. Ah, siehste, da kommt es. Interventionsstreitkraft, gehe ich mal stark davon aus. Das heißt, der belagert mich jetzt. Ja. Jo. Wir machen deutlich Fett Minus. Das ist gefährlich. Du willst einen Frieden. Würdest mir dafür auch wahrscheinlich etwas Geld geben. Ja, 1300 sind wir noch drinne. Nee, leider nicht. Schade. Also 1000 kriegen wir dafür. Boah, wir haben minus 4493. Das. Oh, Backe, ey. Jo, im Tunnelnetzwerk abgefangen. So sagt man dazu, ja. Dann let's go. Ey, was denn? Dann zu. Ich meine, so wirklich fürchten muss ich mich eigentlich nicht, aber. Eben, du hast voll fett geile Artillerie. Ja, Start. Gut, ist aber halt Tunnelnetzwerk jetzt, ne? Ich meine, voll fett geile Artillerie bringt mir da jetzt nicht so viel. Ich glaube, die Warblitzkanonen, die schmeiße ich so und so raus und hol mir lieber solchen Katapulte. Oha, ganz dünnes Eis. Was? Warum? Dieses dort, das ist doch geil. Warblitzkanonen, wie die reinböllern. Na ja. Ich werde mir eine Armee mit 10 Stück davon bauen. Ja, ich habe ja auch meine Armeen, so ist das nicht, weil das ist halt so die Main-Armee mit allem drum und dran, was man sich, sag ich mal, wünscht. Siehst du, da kannst du daher mit allem, was man sich wünscht, da hast du Warblitzkanonen. Da ist alles dabei, was man sich wünscht. Und du willst sie wegschmeißen. Hallo? Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich sie wegschmeißen will. Na, du willst sie rausnehmen, also wegschmeißen. Ist klar. Ja. Siehst du, sag ich doch. Was hat der denn jetzt vor mit seinen Schattenläufen mit Schleudern? Bist du dolle? Halt besoffen, lass ihn. Ich hab Todesräder, Junge. Das. Ach du Schande, stimmt ja. Das hat er ja auch noch. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Jo, helft ihr mal eben kurz hinten raus. Und ihr könnt euch ja direkt schon mal dahinter stellen. So, schon mal die Bekanntschaft gemacht mit Todesrädern. Wahrscheinlich noch nicht, ne? So, wie funktioniert das hier eigentlich? Die Warp-Bombe. Ziel verbündeter Einheiten ist Kommandant oder Held. Ah! Ein Ziel, wenn Einheiten ist Kommandant oder Held. Trefferpunkt über. Alles klar. Ja. Ja, dann werden wir hier ein bisschen. Ja, let's go. Ich bin wieder mal im Nahkampf, das ist doch. Jetzt hat er hier hinten irgendwas reingeschmissen, das ist lustig. Mach du ruhig mal. Ja gut, das kann ich nur einsetzen, ja. Ist am Brauchen. Na gut. Die Räder halt ein bisschen ins Gesicht, aber ich meine, das sollten wir dann noch ganz gut hinkriegen. Könnt ihr euch hier hinten aufstellen? Einmal unsere Artillerie. Kannst du die da hinten nochmal folgen? Du kannst ja ruhig weiter geradeaus gehen. Da kommt halt nichts aus dem Untergrund geschissen. Halt süß. Totes Räder direkt mal hier auf die solchen Schleuderer. Kassieren aber schon ganz gut hier, ne? Die Todesräder. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber bitte,
Wenn wir schon dabei sind und du bist so lieb, dann kriegst du natürlich auch von mir hier ein bisschen Gesellschaft mit deinem solchen Katapult. Das ist nämlich der kleinste Problem für mich. Dann kannst du erstmal gerne gleich mal rumkommen. So, die ziehen sich wieder zurück. Die Räder hole ich auch mal weg. Hier wieder auf. Dachte ich mir, Leute, kommen doch direkt die nächsten. Nervig, nervig, der Junge.